Hallo Leute, mein Name ist Gavax und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Minecraft Project und so 2. Und wieder mit dabei ist der Lupus. Hallo zusammen. Ja, und in der letzten Folge ist leider die Query übergelaufen, weil das ME-System nicht hinterherkam. Mhm. Habe ich kurz offline geschaut. Da meinte der Lupus, wir brauchen die Acceleration Card. Ich wusste nur nicht mehr genau, wie sie hieß. Ja, das werde ich jetzt mal gerade in Angriff nehmen. Die musst du in den Import reintun und dann. Da passen 4 Stück rein. Aber ich glaube. Ja, ja, das ist klar. Aber ich eine muss jetzt Karte könnte sogar reichen. Ich muss jetzt aber erstmal diese Pur-Dinger wieder bauen, diese Flux-Kristalle. Die brauche ich nämlich dafür. Da muss ich nochmal gerade gucken. Das war ein Charged Certus-Quarz, Nether-Quarz und Redstone-Dust. Oh, hey. Kann ich mir aber nicht merken. Dann bauen wir davon mal. Vielleicht 20. Redstone-Dust. So, 10, lol. So. Kannst du dich vielleicht um Nether-Quarz kümmern? Du hattest doch gefragt, was eventuell mal Mangelware werden könnte. Nether-Quarz? Genau. Ich kann mal gucken. Ich habe nur keine Ahnung, ob man das anbauen kann. Weiß ich auch nicht. Ich kann mal Musst gucken. Du mal in Erfahrung bringen. Okay, ich muss hier irgendwas mit den Kabeln ändern. Ich glaube, das reicht so mit Strom nicht so ganz. So, war das hier mit Bottlenecks? Quarz. Gibt das sowas wie Quarz? Es gibt Quarz. Was brauchst du genau? Nether-Quarz. Es kann sein, dass es die gibt. Warte mal. Nee, Certus-Quarz habe ich. Ich habe nur Quarz oder Certus-Quarz? Nether-Quarz gibt es leider nicht als Seeds. Schade. So, hier mache ich jetzt schon wieder irgendwas falsch, weil. Nee, Sekunde. Was kriegt man denn aus den Nether. Hä? Sekunde. Das kommt eigentlich aus dem Nether. Ja, Sekunde. Aber aus den Nether-Quarz-Seeds. Was kriegst du denn da raus? Aus Nether. Den Nether-Quarz-Seeds? Ja, kriegt man da Nether-Quarz raus? Das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob man die anbauen kann. Nee, Nether-Quarz-Seeds sind ja die Dinger, die du in das Wasser wirfst. Genau. Genau, und da, ach, da kriegt man einen Pure Nether-Quarz-Crystal raus, oder? Genau. Ja? Okay. Ja, ich überlege gerade, ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie man diese Flux-Kristalle, er sagt hier, drop bla bla bla, Redstone Dust, ach, ja, das ist doch Redstone Dust, ich dachte schon. Nee, bla bla bla. Ich kann dir. Next to one another. Sekunde. Wait a moment. Ich will aber nicht zwei, ich will ein. Ah, okay, kann man direkt craften, okay. Ja, dann. Nee, andersrum? Auch nicht. Ach, okay. Nether-Quarz kann ich. Das heißt hier nur Quarz-Seed. Die kann ich anpflanzen. Ja, dann mach das. Das geht. Manchmal ist es doch so einfach. Heißt, da denkt man nicht nach, dass das hier so easy ist zu produzieren. Ja, diese Flux-Kristalle. Achso. Acceleration. Ich muss irgendwie. So, dafür brauche ich erstmal eine Card und dafür brauche ich erstmal die Teile. Okay. Jetzt renne ich hier sinnlos hin und her. Warte mal, die Kiste will ich. Wie viel habe ich denn jetzt? Vibrant, sehr schön. Ich mache mir mal mehr. Auf jeden Fall gleich Silikon noch. Und von den Logik-Teilen brauche ich auch noch wieder welche. So, eine davon, dann brauche ich so und so. Und dann von dieser einen so ein Teil. Enderperlen. Aber ich glaube, ich muss ein paar mehr Enderperlen anpflanzen. Kann ich da mal kurz was. Vielleicht brauchen wir nochmal ein Crafting-Terminal. Achso, nee, ich brauche den.
Ja, weil wir uns da teilweise blockieren gegenseitig. Achso, ja, eigentlich habe ich ihn gerade nicht gebraucht, deswegen. Ja, weil du da gerade craftest, deswegen. Warte, ich bin mal dazwischen kurz. Jo, ich brauche ihn nicht mehr. Wie viele passen rein, hast du gesagt? 4, ne? In was? Diese Karten. 4, ja. Muss gucken, kann sein, dass sogar einer reicht von der Geschwindigkeit. Was sagt denn da die Geschwindigkeit überhaupt? Ich baue jetzt zur Not 4 Stück. Oh, nö, nee, das reicht doch schon. Wie reicht schon? Hä? Ich habe doch gar keinen eingebaut. Ach, weil der gerade nicht so schnell abbaut, deswegen. Okay. Der baut gerade ein bisschen langsamer. Hä, eine Sekunde. Also die Kiste ist leer. Ah, okay, er schafft gerade nur, das eine Item auszumachen, okay. Weil da sind noch 2 Knochen drin. So, warte mal, dann kann das da wieder. Zack. Okay. So, ich baue jetzt trotzdem mal 2 Karten. Kann ja nicht schaden. Dann setze ich da mal eine rein. Alter. Wow. Was denn? Ein Creeper steht auf einmal neben mir. Was? Er kann ja nicht schaden. Boom. Genau. So. Sehr schön. Eine sehr rein. Ah. Ja, jetzt kann er auf jeden Fall sehr, sehr schnell rausgehen. Warte mal, wie komme ich denn da jetzt rein? Ich muss mal hier ein Loch machen. So. Kann es sein, dass die Query kriegt nicht genug Strom? Was? Ja, deswegen ist die nicht so schnell. Tatsache. Das Kabel ist leer. Kann es sein, dass ich das zu viel sauge? Bei der, bei mir oben? Bei dieser? Nee, das ist nicht das gleiche Kabel. Dazwischen ist immer noch das goldene. Hier kommt nicht so viel durch. Ja, ich bin gerade dabei. Ich wollte hier eigentlich gerade was checken. So, lass mich mal eben schnell hier gucken. Hier kommt so. Null durch. Ach so, du hier kommt da genug an, aber hier wird eine ganze Menge abgezogen. Das ist vielleicht das ME-System, was da schluckt? Nee. Es ist in dem Fall wirklich das Leadstone-Kabel. Das reicht nicht. Es liegt einfach am Leadstone. Sekunde. Warum hast du das Leadstone-Kabel hier eigentlich nicht abgerissen? Fällt mir gerade so auf. Welches Leadstone-Kabel? Das hier an der Decke hängt. Wo denn? Das ich gerade abreiße. Hui. Ach so, ja, ich dachte, vielleicht machen wir die Query da so auch wieder weiter. Nee, es ist aktuell. Das finde ich aber interessant. Die Query hat doch sonst nicht so viel gefressen. Tja. Ist halt hungriger geworden. Ja, das Gefühl habe ich gerade auch. Hast du da ein Update reingeballert oder so? Geht das überhaupt? Was? Greedy Drop? Was das denn? Drowned? Sekunde. Ja. Haben wir noch Redstone Energy Fluxed Up? Nee, die habe ich alle verbaut. Sekunde. Mit den Energy Conduits, die ich gerade habe, wollte ich eigentlich was anderes bauen. Ich würde die Query erstmal kurz so laufen lassen. Okay. Und dann machen wir da später diese Energy Conduits von NIO. Dann haben wir nämlich kein Problem mehr, okay? Wo ist denn das Hauptproblem momentan? Das Hauptproblem ist das Kabel. Das Kabel, das zur Query geht. Das ist so knapp, oder was? Das ist so knapp, genau. Das reicht nicht. Und das nächste wäre aber das hier, was hier hängt. Das wird so ein Energy Flux-Tag. Das ist halt das Problem. Und das herzustellen. Warte mal, hier sind ja noch welche. Ah, nee, die sind empty. Warte mal. Das wird gefüllt mit Redstone. Warte mal, wir haben Redstone. Warte mal, ich kann doch noch ein paar herstellen. Ich sehe gerade, ich habe ja hier noch welche. Und Magma Crucible, zack. Wir können zur Query welche bauen. Ich stelle hier gerade noch welche her. Okay. Oh, was ist denn das blöde Kabel? Da ist es ja. So. Wo geht das denn hin? Okay. Ich hole die Teile nämlich hier mal raus. Die lasse ich im Inventar.
Hey, wo geht denn das zweite Kabel hin? Die Chips sollte ich vielleicht doch wieder rausnehmen. Warte mal, da geht das. Wo geht das denn hin? Ach, ja, ja, klar, das geht da hinten zur. Sag doch mal. Ja. Sag mal. Zur Puppe. Sag mal. Mal. Ach, da. Mal wieder rausnehmen. So, ich habe jetzt 6 Stück davon. Das bedeutet. Dann nochmal. Das bedeutet, dass du 6 Stück hast. Genau. Wenn du jetzt aber 2 verkaufst, wie viel Kartoffeln hat Bauer Peter dann noch? 25.000. Auf seinem Konto. So, das war jetzt 2 Stück noch. So, dann habe ich jetzt 9. Das bedeutet, von denen brauche ich jetzt, ich muss ja die MK4er bauen. Genau. Dann muss ich davon jetzt ein paar bauen. War 3 Stück. Dann habe ich ja noch 8. 2, 3, 4, 5, 6. Da fehlt 8. Ein Silikon. Muss ich gleich wieder Silikon-Printed Silikons bauen. So, mit dem Kabel ist mehr als genug drin. So. Ja, das Leadstone ist einfach, kommt ein wenig hinterher. Huch, achso. Hey, ich will hier raus. Hoch. So, das also, lasse ich mal kurz offen. Okay. Das brauche ich gleich noch. Fackel rein. Achso, den nimmt er jetzt bei mir raus. Was denn? Muss ich das denn immer einzeln mit F? Okay, muss ich nicht verstehen. Aber naja. Nee, alles gut. Okay. Ich probiere das jetzt auch gerade hier nicht. So, wo ist denn die 16er? Die 16er ist hier. Das braucht eine Diamond. Okay. Haben wir sogar. So, jetzt muss ich mal gucken, was du hier kurz gebaut hast. Oh, schnell aufsammeln hier. Okay, und dann brauche ich hier auf jeden Fall noch eine neue. Einen lustigen Bogen hast du hier gebaut. Was habe ich? Einen lustigen Bogen hast du hier gebaut. Ja, habe ich ja schon gesagt. Aua, oh, aua. 16er MK habe ich jetzt. Scheiß Spinne. So, und jetzt kann ich die 16er Karte bauen. Wenn ich sie denn finde. Hier unten oder oben? Ah, hier. Warte mal. 16. Kann man da noch so durchrennen? Kann man. Das ist ja schon wieder so ein Blaze-Vieh. Komm, geh sterben. So, jetzt habe ich eine 16er gebaut. Jetzt haben wir 2 Vierer, also 2x 4K und einmal 16K. Sehr schön. Sollte jetzt also auch ein bisschen reichen für die Cobblestone-Scheiße. So, wie viel konnten deine Caches oder Kaches? Oh Gott. Nee, Kach. 1000 Stacks einer Sache oder so? 1000 Stacks. Musst du nachgucken. Nee, 144. So, jetzt. Stacks. Ja, also 1000 Stück. Nee, 10.000 Stück. Hast du noch ein Speed-Modul? Ja. Dann ist gut. Dann her damit. Okay, warte. Accelerated. Wo ist jetzt das? Ist die Query nämlich voll Strom. Und jetzt kommt nämlich das Ding nicht ganz hinterher. Jojo, ich hab noch eine. Ich komme. Naja, doch. Also in der Kiste sammelt sich nichts an. Doch, in der Kiste war gerade was drin. Nö. Wie nö? Nö, gibt's nicht. Nö, sammelt sich nichts an. Aber ich kann's trotzdem reinsetzen. Wart ja nicht. So, jetzt erst recht nicht. Ui. So. Und sippt aber ganz schön hin und her jetzt. Ja. Kannst du da noch ein bisschen mehr Strom durchpumpen oder ist das Max? Guck mal die Query an. Ja, ich hab's gerade gesehen. Es lohnt nicht. Also, ja, könnten wir, lohnt aber nicht. Da unten denn? Das gucke ich mir mal an. Was denn? Hier ist so ein komischer Block.
So. Denk mal, die. Hä, wieso ist das Kabel leer? Sag mal, was stimmt denn hier mit den Kabeln nicht? Ja, musst du vielleicht mal überarbeiten. Wie kann denn das Kabel denn da bitte hinten leer sein? Wie viel Strom verbraucht denn diese behinderte Pumpe? Warum ist denn hier ein Cache? Warum hast du denn hier einen Cobblestone-Cache? Jeff? Hast du den da hingesetzt? 5x64? Da ich leider nicht weiß, wo du bist. Unten in dem Quarry-Loch. Sekunde, ich komme mal. Was, in dem Loch? Hm? Wo bist du denn? Im Quarry-Loch. Im, davor da. Hä? Ach, da. Sekunde, wo bist du denn? Da ist ein Cache. Ich sehe dich auf der Karte, aber ich sehe dich... Ja, ich bin unter dir, direkt unter dir. Bist du unter mir? Ja. Hä? Ach, meinst unter du da unten im Loch? Ja. Das stimmt, da steht ein Cache. Ach, da. Ja, okay, wie kommt der da hin? Ich habe keine Ahnung. Da ist Cobblestone mit drin. Ich habe keine Ahnung. Hä? Okay. Den habe ich da nicht hingesetzt. Hm. Dachte. Okay. Deswegen, ach, sneaky, sneaky. Ja, klar. Ganz hättest vergessen. Ja, hast du auch. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das ist die arme Art, die traurige Art zu fliegen. Die arme Art zu fliegen. Ja, es können nur das die ist, armen Menschen. Das ist, der Spruch muss ich mir merken, das ist echt gut. Das ist für die armen Menschen. Mhm. Die sich keinen Fliegen leisten können. Ich finde die, die Zonenflagstab voll interessant. Das Kabel ist leer, aber die Pumpe ist immer voll. Und die, weiß gar nicht, arbeitet die Pumpe eigentlich? Ja, muss ja eigentlich. So. Jetzt ist natürlich interessant, vielleicht auch mal eine 64 zu bauen, eine 64er Karte. Storage Cell. Allerdings werde ich wahrscheinlich erstmal zusehen, diese Inscriber-Geschichte zu automatisieren. Weil mir geht das gerade tierisch auf den Sack, jedes Mal diese Printed Silicones und so manuell herstellen zu müssen. Ja, glaube ich dir. Und dafür muss ich mich dann wahrscheinlich in dieses Autocrafting hier rein fuchsen. Mit den CPUs und so ein Scheiß, ne? Das ist gut möglich. Das kann ich dir sogar nicht beantworten. Energiezelle. Crafting Unit, genau. Crafting Unit, Co-Processing, Crafting Storage. Warte mal, gehen wir nochmal hoch. Da. So. Toll, jetzt muss ich da wieder reinrennen. Aber ich glaube, ich brauche vorher mal ein zweites Crafting Terminal. Weil du brauchst ja auch eins, ne? Ja. War das richtig? So, ich bin gerade dabei, schon mal ein paar Kabel zu verlegen, damit wir die Farm ins System kriegen. Ja. Smart-Kabel oder was? Oder, achso, hier, Conduits, ne? Mit den Conduits, genau. Ja, aber dann müssen die Conduits mindestens einmal im E-System eingespeist sein, ne? Ja, ja, da bin ich ja gerade dabei. Okay. Das ist auch gar nicht mal das Problem. Boah, wo sind meine ganzen Fackeln hin? Na toll. Meine Fackeln. Die habe ich wahrscheinlich alle ins System getan. Ja, das ist gar nicht mal das Problem, denn das ist nämlich das Geile an diesen Ender Energy Conduits. Da kannst du direkt parallel zu denen, so gesehen auf dem gleichen Block, die ja, Item Conduits legen. Ja. Du kannst übrigens über Smart Kabel auch Strom legen, ne? Was Smart Kabel? Du kannst, ja, du kannst im ME-System auch Strom haben. Dass du das übers ME-System Strom hast. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Du kannst ins ME-System auch Strom durchballern. Ach so, ja, 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 das meinst du. Hm? Ja, okay. Dass du quasi mit den Smart Kabeln auch Strom kriegst. Mhm. Jetzt weiß ich, was du meinst, ja. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Genau, ich wollte. So, ich brauche noch. Lässt du mich mal kurz ans. Ich wollte Crafting, ja, ja. Noch ein zweites Crafting Terminal bauen. Mal gerade gucken, was mir da fehlt. Wollte ich gar nicht. Achso, hier fehlt wieder. Mir noch so ein. Was waren das? Ein Formation. Item Conduit.
Ah, da habe ich kein Pulver. Okay, dann brauche ich dieses Pulver nochmal. Dann hauen wir von dem Teil mal ein in den Pulverizer. Der Pulverizer ist voll. Sollst du den vielleicht mal leeren? Das ist gut möglich. Den da habe ich jetzt seit ein paar Jahren, wollte ich gerade sagen. Pulverisiertes Iron. Ja. Ja, ich habe es jetzt mal gerade reingestopft. So, was brauche ich noch? Oh, warte mal, dann nehme ich das mal eben raus. Zwei Stacks und schmeiß die in die. Achso, eine Logik. In die Dings rein, ne? You know, oder mir. Das Dings in die Dings. Habe ich natürlich wieder das kostbare Zeug hier nicht in der Tasche. Zeug. So. Zeug! Okay, So, komm, ich kümmere mich später drum. Jetzt habe ich wieder. Idiot. So ein bisschen wollte ich da auch in der Hand haben. Und jetzt kann ich dieses. Das Teil hier bauen. So. Das kann ins ME-System. Und dann kann ich hier doch hoffentlich. So. Nee, noch nicht. Warum nicht? Darum. Du, da liegen wieder Chips. Ja. Das nervt total. Das muss ich echt mal ändern. Ja, es sind noch, werden nicht mehr viele produziert. So, okay, Moment, jetzt habe ich da nicht so ein Ding noch drin hier. Crafting Station habe ich doch bestimmt auch noch im ME-System, genau. Dieses Terminal, was ich da gerade in der Hand hatte, was ich hier reingelegt habe, wo ist das denn hin? Ach, das liegt noch hier unten drin, okay. Und warum geht das jetzt hier nicht? ME-Terminal braucht ein. Achso, der Logikprozessor fehlt noch. Ach, noch einer, okay. Dann halt noch ein. Na, wo ist denn jetzt der Ausgang? Da. Da. Huh, kommt denn da ein Konduit hin? So, einmal. Dann. So, jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir denn das System da hinten? Hm. Fehlt natürlich noch dieser Prozessor. Ich könnte. So. Nicht Prozessor. Und eine normale Crafting Station, glaube ich, fehlt noch. Wir haben aber ein paar von bauen. Ach ja, das ist ja das Stromkabel. Hey. Ach, so viele wollte ich doch gar nicht. Shit! Egal. Achtung, teilweise Löcher am Boden. Oh, hi. Bauarbeiten. Oh, hey, oh. Ein Bauer. Was macht weiter? Hä? Was macht denn hier das Stromkabel? Wo geht das denn hin? Wahrscheinlich eben zum ME-System. Ah. So frei war ich schon. Okay. Ich kannte das Stromkabel nicht, deswegen war ich jetzt etwas irritiert. Ja. Ich baue jetzt hier noch einen Crafting-Ding dran. So, jetzt haben wir zwei Crafting-Terminals. Warte mal, ich muss noch einmal. Benutzt das linke, du kannst das rechte benutzen. Ich muss noch einmal rum. Hast du gehört? Deins ist das rechte, meins ist das linke. Das ist nicht egal. Naja, ich meine, wenn wir zu zweit hier stehen, dann ist meins das linke. Ansonsten kannst du es benutzen, wie du möchtest. Das ist wohl richtig. So, Printed Silicon. Genau, da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das denn mache hier. Ich muss wahrscheinlich anfangen mit einer Crafting Unit. Vielleicht. So, ich brauche eine Crafting Storage. Iron Chest. Ach Gott. Okay. Du? Ja. Kann ich an das Kabel hier rangehen? Ja. Okay. Weil das ist ja nur mit diesen Dingern verbunden. Die brauche ich nicht jedes Mal. Kannst du mir die Kiste anschließen? Ich habe die Kabel nicht, deswegen. Welche Kiste denn? Die da unten. Mit ME? Die soll ins ME, ja. Okay, ja. Nach oben hinweg, bitte. Wie nach oben hin? Achso. So, fertig.
Achso, Moment, da fehlt noch ein. Ich wollte gerade sagen. Also, du willst, sollen da Sachen rein oder raus? Aus der Kiste sollen Sachen ins ME-System. Okay. Da werde ich nämlich jetzt die Farm dran anschließen, so dass das. Da muss ich noch einen Importer bauen, deswegen. Das wäre schön. Kann sein, dass du da ein paar Acceleration-Dinger dann dran ballern musst, weil. Mal kurz, ich glaube, das wird sonst nichts. Importer da. Ach, eine Sticky Pisten brauche ich dafür. Muss mal gucken. Bleib. Normale Pisten erstmal bauen. Da fehlt Holz. Vielleicht noch Holz? Ja, guckst du im System. Ja. Ah, nee, da habe ich ja gerade geguckt. Achso, Stämme sind drin. Okay, da muss ich erstmal. Ich würde sagen, eigentlich sollte da Holz drin sein. Ja, ich habe ja, nicht alles. Alles gut, alles gut. Ich hatte doch für ein welches. So. Blöp, 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 blöp. Dann machen wir dann so. Dann erstmal eine Piste bauen. Oh, jetzt habe ich versehentlich Umschalt gedrückt und dann gleich ganz viele gebaut. Egal. Warte mal, ich lasse den hier noch offen und komme dann besser an den Port ran. Jetzt. Sag mal, läuft in die Kiste eigentlich schon was rein? Importer? Nee, nein. Achso. Moment. Importer, erstmal die Sticky Pisten. Hätte ich auch so bauen können. Baue ich mal, weiß ich, wie viele Slimes haben wir denn? Einen noch, okay, dann lassen wir die drei. Slimes. Ja, Slimes haben wir nicht mehr viele. So, Importer. Da, okay, da fehlt wahrscheinlich noch hier dieses Teil. Ah, brauche ich wieder so ein. Alles klar. Crafte davon mal ein. Stehst du gerade neben der Kiste? Ich stehe gerade neben einer Kiste, ja. Kannst du mal gucken, ob in die Metallkiste schon was reingeht? In die Eisenkiste? Da sind auf jeden Fall schon ein paar Sachen drin. Ah, sehr schön. Das war sehr langsam. Ja. Nein, das ist normal. Okay. Okay, okay, okay. Na denn? So. Also das muss ich unbedingt jetzt als erstes automatisieren, diesen Inscriber, dass ich da dann mehrere Inscriber habe, wo dann alle diese Chips gebaut werden können. So. Dann den jetzt hier bauen. Da fehlt mir wieder Pulver. Ach Gott. So schlimm. So, das heißt, die Farm draußen ist angeschlossen. Und weißt du was? Du darfst dich jetzt schämen gehen. Darf ich das? Ja. Warum? Indem du hab ich vergessen? Indem du auf die Uhr guckst und dich schämst. Ja, dann schäme ich mich jetzt, weil er meint, die Folge ist schon wieder um. Ja, ich konnte nicht erwarten. Meine. Ja, ich bin doch hier so schön beschäftigt gerade. Hallo. Nee. Alles klar, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen. Ich werde jetzt hier in der nächsten Folge auf jeden Fall weitermachen. Und ja, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Minecraft Project Ozone 2. Also bis dahin, ciao. Tschüss.